Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de, im Internet zu finden auf bester-film.de. Und der Arne und ich, wir sitzen wieder im Cinemax in Kiel im Kap. Es ist dunkel draußen. Vielen Dank, dass wir hier wieder die Aufnahme machen dürfen. Übrigens kann man das auch beim Kielport hören. Ja, damit haben wir das Intro durch und wir können über den Film reden. Age of Ultron, beziehungsweise die guten alten Avengers. Die Band war wieder zusammen. Die gute alte Idee, wir retten die Welt mit irgendetwas, was wir nicht ganz verstanden haben. Nee, wobei die Story grundsätzlich natürlich relativ geradlinig ist. Wir haben was Böses, was sich irgendwie manifestiert und das muss bekämpft werden. Und das hat natürlich nur eine Idee, die Welt zerstören. Unter dem machen es die ja auch nicht. Nee, das hat ja schon der Herr Emmerich ja gezeigt. Unter der ganzen Welt, das ist ja irgendwie öde. Nicht, dass da mehr und weniger geht einfach nicht. Jeder anständige Schurke kann einfach nicht weniger. Der darf nicht weniger wahrscheinlich. Ja, die ganzen Leute sind wieder zusammen. Ich persönlich bin ja Fan von Thor. Ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Und Gott sei Dank hat der Böse auch ein, zwei verlorene Seelen rekrutiert, die warum auch immer ihm helfen. Das ist nicht ganz klar. Da ändert sich vielleicht. Also es sind auf jeden Fall welche, wie heißt es hier, die Mutanten. Mutanten ja auch, aber vor allem sind es potenzielle sozusagen. Ne? Potenzielle Avengers, genau. Da kommen wir, springen wir mal zum Ende. Nein, wir wollen nichts verraten. Doch. Nein. Doch. Was willst du denn verraten? Ich schneid's raus. Dass neue Avengers aufgetreten sind. Ja, die kommen auf jeden Fall drin vor. Wer das jetzt ist, das muss man natürlich selber nochmal sehen. Die Band wird größer. Ne? Hulk haben wir natürlich dabei. Ich persönlich bin ja ein Fan eher von Iron Man. Und der ist ja insbesondere dafür auch verantwortlich, dass das Ganze ja eben insbesondere überhaupt nicht bierernst ist. Ich finde, um schon mal ein bisschen mal in den Film selber reinzugehen, was mich vielleicht stört ist, er nimmt sich an einigen Stellen dann doch wieder ernst. Da wird es manchmal ein bisschen philosophisch, das hätte man sich sparen können. Naja, ja. Wenn dieser andere Typ reinkommt, dem von mir jetzt noch nicht erzählen, wo würde er herkommen? Ach so, ja, der Messias, genau. Wenn der kommt, dann wird es ein bisschen philosophisch. Allerdings muss ich auch mal sagen, dann wird ein bisschen viel geredet und zwischendurch wird auch ein bisschen viel gekloppt, muss ich mal sagen. Also dieser eine Endkampf kann man das kaum nennen, weil es die Hälfte vom Film ist. Dann ist das echt, da fehlte irgendwie ein bisschen Idee. Da waren nur ein paar Roboter und das war es dann irgendwie auch. Und da fehlte so ein ganz klein bisschen so der Pfiff noch. Außer die Leute, ja, das lebt von den Leuten, klar. Und ich bin ja auch von einigen sehr Fan. Also von dem Scharfschützen finde ich auch ziemlich cool. Aber das zum Schluss, das ist irgendwann ist das gut mal damit. Dass wir noch gar nicht Scarlett Johansson erwähnt haben, ist, glaube ich, werden wir älter? Sie ist dabei. Und sie hat wie immer, vergisst sie immer wieder. Und ich sag's noch, Mädel, ne, bevor du dich verkältest, mal hier oben mal zuziehen. Ne? Das macht doch gleich, dann ist doch eigentlich, aber gut, das vielleicht lernst du es ja nochmal. Ne? Genau, also viel Bum-Bum, viel Action natürlich, viel geht kaputt. Und unter der Zerstörung der halben Welt geht's natürlich nicht. Ich bin überrascht. Vor allem Russland. Eine Sache ist nicht kaputt gegangen, von der hätte ich das erwartet. Das war jetzt nicht besonders schön, muss ich sagen. Ich hatte gedacht, das Ding fällt immer runter. Tut's nicht. Ich weiß nicht, was du meinst, aber du wirst es mir nach der Folge sagen? Das ist mit der Heli-Carrier. Ja, macht nichts. Es gibt einen Heli-Carrier in dem Film. Macht aber, das weiß man. Es gibt ein Lego-Set, das extra dafür rausgekommen ist. Für solide 350 Euro. Der fällt nicht runter. Macht ja nichts. Vielleicht ja doch. Wir wollen es ja nicht spoilern. Genau. Also ansonsten, wie gesagt, sie sind alle wieder dabei. Außer Mr. Shield. Ne? Den heimen sie vielleicht nochmal auf oder so. Ne? Also in der Serie ist er wieder drin. Und Genau. Ja, ich weiß. Ja. Genau. Und hier dieser Roboter. Naja, also. Und man freut sich natürlich auch das Böse. Ultron hat sich ja doch überlegt, ich bleibe ein bisschen sarkastisch und ein bisschen zynisch. Das macht es ganz witzig. Also wie gesagt, das ist das Nette eigentlich an dieser ganzen Serie. Glaube ich, dass sie sich eben an vielen Stellen nicht wirklich ernst nehmen. Leider an einigen eben doch, aber dann an vielen nicht und da wird es witzig. Also insbesondere auch dieser Kampf, überlege ich gerade zwischen Iron Man und dem guten Hulk, wenn es dann richtig auf die Ommel geht, das hatte durchaus so seine humoristischen Punkte. Das stimmt, aber auch der war ein Tick zu lang, fand ich. Und Thors Hammer. Ja, Thors Hammer ist... aber auch da wollen wir nicht zu viel ran. Das tut mir weh, wenn ich darüber reden muss. aber dieser Kampf war auch wieder ein Beispiel dafür, dass es einfach an einigen Stellen zu lang ist. Also wirklich einfach 140 Minuten, da weiß man auch wieso. Genau, weil das an einigen Stellen viel zu lang ist. Ja, also ja, zu lang ist vielleicht auch das Stichwort, wir können zur Wertung kommen. Ach so, schon. Okay, ich gebe dem... Wir jetzt hier, gleich müssen wir schon mit dem Kinderprogramm wieder anfangen hier. Wir haben die Minuten gefüllt. Gut, ich gebe dem Film 8 Punkte. Er ist cool, er ist unterhaltsam, er ist mir an einigen Stellen zu lang und dafür müssen keine 140 Minuten. Nehmt euch ein Vorbild an Herr der Ringe, da kann man auch viel Story reinbringen. Nein. Oder man bringt eben den Rest als Extended Version, kann man gleich zweimal abzocken. Ja, das stimmt, da kann man sich auch ein Vorbild an Herr der Ringe nehmen. Ja, also 8 Punkte. Das ist immer noch ein cooler Film, aber er hätte
noch, wie sagen wir so häufig, er hätte besser sein können. Ja, aber er ist gut. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Ich habe mich so gut wie nicht gelangweilt. Auch ich würde sagen, Schlachten ein bisschen reduziert. Hätte man ein bisschen mehr draus gemacht noch. Aber ansonsten schöne Ideen, witzig, viele witzige Sprüche. Insbesondere eben, wenn Iron Man auftaucht, nicht, Herr Stark. Und gut, es gab jetzt nicht den Oberhammer wie beim letzten Mal mit Auf geht's Leolas, aber viele kleine gute Sachen. Deswegen 8 Punkte ist völlig okay. Also durchaus eins der Highlights erstmal dieses Jahres. Und ja, natürlich diese gesamte Welt, da, an einigen Stellen geht es einfach ein bisschen zu drunter und drüber. Ne? Also es ist, da merkt man, es ist ein Comic. Also an vielen Stellen ist es dann eben doch sehr comichaft dann auch. Na gut, das ist klar, aber vor allen Dingen merkt man an verschiedenen Stellen, dass sie jetzt, das haben wir ja gerade vor der Aufnahme besprochen, oder habe ich zumindest angesprochen, dass sie die aus verschiedenen Comic-Sets jetzt zusammenziehen. Und da, finde ich, macht sich auch so ein bisschen Logikfehler breit. Ja gut, aber das soll man vielleicht bei solchen Sachen, Comic-Verfilmung jetzt, Logik ist da jetzt auch nicht das, worum es geht, und Realismus erst recht nicht. Nein, aber wenn man in der gleichen Setting, in der gleichen Welt bleibt, dann muss sich das zumindest, das muss doch zumindest logisch bleiben. Ja, wir werden ja sehen. Also natürlich gibt es auch hier wieder am Ende, es lohnt sich noch, ob es sich wirklich lohnt, aber am Ende gibt es natürlich nochmal einen kleinen Hinweis wieder, wie es weitergeht, wie ja auch schon bei den vorigen Folgen immer schon, also diese Geschwister waren ja auch schon introduced worden, glaube ich, beim letzten Captain America, man kommt ja schon durcheinander, welcher war es denn jetzt? Ja, also man macht nichts falsch. Wenn man solche Comic-Verfilmungen und irgendeinen von diesen Avengers, Captain America, was weiß ich, mochte, dann mag man auch den und freut sich über viele Dinge, die man wiederentdeckt und hat von vorn bis hinten viel Unterhaltung. Kann man gut gucken. Sind wir uns so einig? Schön. Schöner wird's nicht, ne? Also so einig. Jetzt kommt noch, das nächste wird abgefahren, ne? Mad Max. Also bin mir noch nicht so ganz sicher, ob man das wirklich, vom Mastermind George Miller. Ja, was auch immer. Ja. Auf jeden Fall, da bin ich auch mal gespannt, ob das auch nur ansatzweise eben an die Originale von früher rankommt. Ne? Aber wir haben viele gute Trailer gesehen, wo wir noch nicht wissen, ob die gut sind oder nicht. Aber wir werden es ja hier berichten, das ist ja das Schöne. Ne? Genau, werden wir. Werden wir. Und wir müssen jetzt ins Bett. Ne? Das war's für heute. Das war bis zum nächsten Mal. Sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören, der Henry. Und Arne. Tschüss. Tschüss. Winke, winke. Winke, winke, leider.